Viele Urlauber handeln sich, weil sie fremde Verkehrsvorschriften nicht kennen, Knöllchen ein. Meistens sind Geschwindigkeitsverstöße die Ursache. Eine teure Angelegenheit erst recht, wenn man im Ausland auf frischer Tat ertappt wird. Wenn sich Eidgenossen auf die Pirsch begeben, dann nach allen Regeln der Kunst. Ihr Revier, der Schweizer Kanton Uri. Gut. Ja, so ist gut. Das Fifi. Die A2 zwischen Basel und Bellinzona, eine Viertelautostunde vor dem Gotthard. 3 Kilometer weiter werden sie rausgewunken. Die Opfer sind bei dieser Jagd die Täter. Schweizer, Italiener und Deutsche. Also wir haben Geschwindigkeitskontrolle gemacht. Haben Sie es gesehen, wo das war? Etwa 3 Kilometer zurück in einer Linkskurve. Haben Sie es nicht gesehen? 100 ist dort Höchstgeschwindigkeit. Mit 116 wurden sie dort gemessen. 116? 116, ja. Ich fahre so meistens gern 10 zu schnell, sagen wir mal. Jetzt kostet das 60 Schweizer Franken, gibt eine Ordnungsbuße. Das sind in etwa 40 Euro, ich rechne es nachher um. Und müssen Sie Ort und Stelle gleich bezahlen. Die Polizei wechselt zum Tageskurs. Euro, Dollar, Pfund, Kronen, sogar japanische Yen. Sehen Sie, das ist die Quittung. Ist also nichts registriert, nur das Kontrollschild. He? Zahlbar auf der Stelle. Denn wer nicht zahlt, darf auch nicht weiterfahren. Es gibt eine Buße, und zwar von 60 Schweizer Franken. Schön. Freuen wir uns. Wie? Ja, freuen uns. Hätten Sie mal Fahrzeug- und Führerausweis? Ja, sehr schön. Nur einen Moment, hä? Ja. Haben Sie damit gerechnet? Ich habe nicht damit gerechnet. Man muss ja hier so aufpassen. Man darf mal 120, man darf 100, dann wieder 120, dann plötzlich 80. So schnell, also so oft kann man auf die Schilder gar nicht achten. Es ist also bewusst, also mir scheint so zu sein, dass es bewusst so ist, damit die Geld machen können. Wer angehalten wird, spart. Denn kommt der Strafzettel per Post nach Deutschland, so werden zusätzlich Verwaltungsgebühren fällig. Und die sind, so klagt der Verkehrsrechtler Jürgen Neef, oft sogar noch höher als die eigentliche Geldbuße. Also speziell bei Bußgeldern aus Österreich, die in Deutschland verstreckt werden können, und bei Bußgeldern aus der Schweiz, die halt bei einer Wiedereinreise in der Regel kassiert werden, empfehle ich dringend, sich entweder sofort mit der Behörde in Verbindung zu setzen oder gleich zu zahlen. Sich drücken bringt also nichts, wenn man wieder einreisen will. Das hat er auch diesem jungen Fahrer erklärt, der für lautes Anfahren inklusive Gebühren 230 Franken zahlen sollte, der zwar nicht zahlen konnte, aber dennoch büßen musste. Dann musste ich mich bei der Stadt Basel melden und musste die Strafe abverdienen. Da bin ich in die Vollzugsanstalt gegangen und musste dort von morgens bis abends Gartenarbeit erledigen. Die meisten Knöllchen in Europa erscheinen uns teuer, weil Deutschland billig ist, quasi der Aldi für Verkehrssünder. Wer aber nicht wieder einreisen will, für den gilt noch eine Schonfrist. Derzeit gibt es Ausnahme Holland, die Versuche gemacht haben, über deutsche Inkassobüros keine Möglichkeiten, europäische Bußgelder in Deutschland zu vollstrecken. Das ist aber nur jetzige Rechtslage, an der Änderung wird gearbeitet. Der Spitzenreiter des Tages, 42 km/h zu schnell. Bei schweren Verstößen wird die Schweiz sozial. Der Raser wird nach seinem Einkommen verhört. Die Strafe richtet sich nach der Dicke seines Portemonnaies. Er hinterlässt 1100 Franken und fährt fluchend davon. Das ist auch logisch, oder? 1100 Franken ist viel Geld, oder? Und je nachdem, welcher Beruf das jemand ausübt oder die finanziellen Verhältnisse sind, ja, können schon mal Tränen fließen, haben wir auch erlebt, oder? Weil dann geht das wirklich ganz eingemacht. Das ist die Bilanz des Tages: gut 1000 Autofahrer kontrolliert, fast jeder Zehnte war zu schnell und musste blechen.